Guten Tag. In diesem Video stelle ich den Milchthermometer bzw. den Aufschäumthermometer von Barista vor. Hier ist die Verpackung, wie es von Amazon geliefert wird. Übrigens für 9,99 €. Link unten in der Videobeschreibung. Können Sie sich das gerne bei Amazon.de angucken. Die Details. Eventuell sagt es Ihnen zu oder Sie holen sich einen anderen. Ich kann nur diesen vorstellen, weil ich diesen ganz gut finde. So sieht die Verpackung aus. Einige Details sind drauf. Ist ganz schlicht eingepackt in Noppenfolie. Das Gerät besitzt einen Edelstahlsonde. Die Länge der Sonde beträgt 17,5 cm. Die Länge des Gerätes 18 cm. Der Durchmesser der Skaleneinheit bzw. der Skalenanzeige beträgt 40 mm bzw. 4 cm. Die Sonde ist am anderen Ende spitz, damit man das irgendwo auch einstechen kann, zum Beispiel Fleisch oder Melone oder ähnliches. Dafür muss man einfach diese Schutzkappe abziehen. Das Gewicht beträgt 22 Gramm. Das ist wirklich sehr leicht. Die Anzeige reagiert schnell auf Temperaturänderungen. Es verfügt über eine Metallklammer, um das Gerät sicher an den Topfrand zu befestigen. Hier wird die Schutzkappe von der Sonde abgenommen, damit es vollen Kontakt mit dem Medium, das zu messen ist, hat. Die Skala ist um 360 Grad stufenlos verdrehbar. Jetzt wird heißes Wasser eingefüllt. Und wie man sieht, eilt die Anzeige rasch nach oben. Die Sonde sollte mindestens zur Hälfte in dem zu prüfenden Medium eingesteckt werden, um eine möglichst genaue Temperatur anzeigen zu lassen. Nun wird kaltes Wasser in das heiße Wasser eingefüllt, sodass die Temperatur natürlich wieder sinkt und der Zeiger rasch darauf reagiert. Nachdem etwas Wasser abgenommen worden ist, wird erneut kaltes Wasser hinzugefügt.
und die Anzeige eilt erneut rasch nach unten. Nun wird die Sonde in kaltes Wasser eingesteckt. Auch hier eilt es rasch nach unten, weil es sehr fix reagiert. Nun wird zwischen kaltem und heißem Wasser gewechselt, abwechselnd, sodass die Temperaturanzeige mal heiß, mal kalt anzeigen soll und auch die Geschwindigkeit, bis es die Solltemperatur anzeigt, ist wichtig. Nun noch ein Test mit einem Cola aus dem Kühlschrank. Und erneut ein Wechsel zwischen heiß und kalt, so dass man die Reaktionszeit des Zeigers erkennen kann. Wie am Anfang schon erwähnt, Sie können sich das Gerät unter dem Link, das ich unter der Videobeschreibung reingesetzt habe, direkt aufrufen und sich Details und andere Infos über das Gerät einholen. Eventuell erwerben Sie es dort, wenn nicht, auch egal. Sie können es natürlich auch woanders erwerben, aber für den Preis von rund 10 Euro ist das schon gut. Wenn Sie Lust haben, können Sie sich das Gerät und die Infos dazu über den Link unter der Videobeschreibung nochmals genau anschauen. Nun wird die Sonde in eine Wassermelone eingestochen. Eine Wassermelone, die bei Zimmertemperatur gestanden hat. Man kann damit auch andere diverse Medien wie die Melone einstechen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.